Hallo, Pa. Der Hof ist noch nicht sicher. Ach, der Hof ist noch nicht sicher. Diese Mistkerle in den Splinterlands werden ja, nicht glücklich darüber sein, dass du so nett warst, unsere Sachen zurückzuholen. Wenn sie zurückkommen, werden sie mehr als nur Ersatzteile mitnehmen wollen. Ich bin schnell mit dem Messer, aber wir brauchen mehr Höllenfeuer für das, was auf uns zukommt. Ich denke, es ist Zeit, Bessie zu wecken. Und wer ist Bessie? Die Frage wollte ich auch gerade stellen. Unser Kind, sozusagen. Ma und ich, ja, wir haben unsere Tugenden und unsere Sünden. Ich schätze, wir haben so ziemlich alles davon in Bessie gesteckt. Na los, Besucher, weck sie auf. Dann weck sie mal auf. Ach, du weißt, dass Bessie ein schwieriges Mädchen ist. Ihre Befehlslogik braucht eine komplexe und präzise Treibstoffmischung. Ma hat recht, Besucher. Du musst in der richtigen Reihenfolge auf die Ventile springen, um sie zu öffnen. Welche Ventile? Hier ist eins, aber aufspringen benutzen. In der richtigen Reihenfolge, aber ich sehe nur das eine. Also ich sehe ein zweites, da drüben ist noch eins. Achso, ja. Mach mal das hier. Da fließt das kolloidale Kobalt. Das nächste Ventil ist auf der anderen Seite. Siehst du es? Das ist dann wohl, Oh. Kolloidale Kobalt. Ganz nah von da. Nein. Ah, schade. Statt er einfach mal darüber das Ventil aufmachen, ne? Steht dann auf rum. Ach. Ich schon mal drin, Ventil. Ach so. War noch gesperrt. Das wird die Quantenlake sein. Ah. Das nächste Ventil sitzt fest. Oh, ich komme noch kein Kick. Möglicherweise musst du es losschlagen. Zum Glück hast du das Nachtfeueröl nicht entzündet. Die letzten Ventile sind da oben. Ja. Ach du Mann. In der Mitte ist, glaube ich, eine Leiter. Kann das sein irgendwo? Ne, ist nix. Oh, heute habe ich es aber beim Springen nicht so. Komm mal hin. Wo sind die? Da oben. Ja, da hinten. Hier so. Bei mir jetzt. Was ist denn? Da ist eine Leiter, die draußen nach draußen geht. Geht's doch bestimmt hoch, oder? Geht auch noch hoch, wa? Ah, hier geht's auch hoch. Also, jetzt bin ich ganz runtergefallen. Ja, mach das schon. Bin ich nicht hundertprozentig sicher. Also, wie soll ich denn jetzt hier dran vorbeikommen, eigentlich? Schießen, oder? Bessie hat alles, was sie braucht. Weiße. Steig auf das Dach und bring sie zum Laufen. Ja. Steig aufs Dach. Gut, dass ich gerade runtergesprungen bin. Jetzt ist auch in der Mitte eine Leiter hier. Ah, ja. Oh, ganz raus, ne? Ganz so. Jo. Dann zieh ich mal am Hebel. Geh mal. Zeit zum Aufwachen, Bessie. Und gerade noch rechtzeitig, denke ich. Die Mistkerle kriechen aus der Hölle direkt vor unserer Haustür. Könntest du sie mit Bessie darum bitten, zu verschwinden? Was? Oh. Oh,
Komm her, hol mich, Ketzer! Wo ist denn Cassie? Ist sie nicht hier in der Mitte wahrscheinlich? Hat sie nicht bewegt? Deinen Albträumen! Du wirst geläutert, Ketten! Gewährt! Ach, Cassie ist die Kanone! Ja, ja, jetzt habe ich das alles nicht verstanden. Bessie, nicht Cassie. Nur erwünschten Besuch haben. Solange die Familie zusammenhält, ist der Hof sicher. Besucher, kommt zur Veranda. Steht hier wer bei euch oder steht der nur bei mir? Vor mir steht so einer. Der liegt und hält sich im Bauch. Ich glaube, der ist so nicht mehr. Bei mir steht er. Gar nix. Okay. Unser bescheidener Hof ist in Sicherheit und hat alles, was er braucht. Dank dir, Besucher. Gerne. Du hättest dir für uns wirklich keine solchen Umstände machen müssen, mein Schatz. Aber Pa, Bessie und ich möchten dir für deine Hilfe danken. Und du wirst auf diesem Hof immer willkommen sein. Das war's? Was soll das gewesen sein? Doch die ganzen Sachen hier noch fehlen, ne? Ja. Das stimmt wohl. Typhoons und so. Was haben wir noch? Legendäre Jagd, toter Claptrap und Typhoon Geheimdepot. Also das ist den Lock. Lass uns mal gucken, ob wir die legendäre Jagd auf Anhieb finden. Ja, irgendwie wieder ein größerer Bereich sein. Da hinten zum Beispiel. Hier nochmal ein Auto und guckt oder was? Würde ich sagen. Weiß. So, wo gibt's denn noch was? Ah, da hinten ist ja noch jede Menge. Ja. Gemacht, die Schweinebacken. Wo kommt der nicht hoch? Da hinten, ja, da könnte irgendwas sein. Noch zum Auto, ja, mach ich. Oh. Iridium? Ja, ich rede wer? Wieso wird dieser Wreck der Phönix genannt? Oh. Erlege ihn und finde es heraus, Kammerjäger. Der FIFA Phönix. Wo ist er denn? Oh, da.
Farmer wiederkommt? Sieht so aus. Ist ja sehr angegraben, der Sack. Das muss noch zwei, drei Mal machen. Na, klar. Oh, oh, auch mal ein Level mehr gekriegt gleich. Wieder eingegraben. Das sollte meinen Arsch eine Weile decken. So ist also der Phönix vergangen und wieder auferstanden. Und wieder vergangen und ein drittes Mal auferstanden. Und jetzt ist er tot. Deine Ausdauer hat sich Level 42 noch nicht um sie reingegeiert? Ja. Na, selbstverständlich. Soll ich noch was drum? So. Na ja, gut. Das haben wir schon mal. War die Jagd schon mal, genau. Was fehlt noch? Ja. Jetzt fehlt noch Claptrap und ein Typhoon fehlt noch. Das geht ja. Stimmt auch hoch. Bis zum nächsten Catch a Ride fahre ich mal mit. Ich müsste nur einsteigen. Nee, noch nicht. Warte, bleib doch stehen. Jetzt. Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ach, Kurve, das müssen wir noch machen. Die Achterbahn von dem Feind. Stimmt, ja. Mit der Achterbahn fahren musst du aus der Achterbahn auf Züge schießen, also wenn du in der Piste rauskommst. Klappt ja auch. Oben? Ja, so. Kannst du mal im Auto kommen oder so. Kann ja auch fahren. Als der Player auch schon gesucht, das war ein Modus. Yes. Papa. Was gefunden unterwegs, ne? Nee. Was ist denn der Floki? Ich bin ja gekommen. Damit verplanet sich der Kreis der Verdächtigen auf. Ganz Pandora. Auf diesem Rad wird meine neue Freundin tanzen können wie eine anmutige Gazelle. Wo geht's denn rein? Oh. Da unten habe ich gerade Treppen hochgesehen. Wird das wahrscheinlich sein, ne? Hab ich hier gar nicht, wa? Hinten wo der Ort ist. Hier unten ist so eine Treppe, die nach oben geht, wird bestimmt das da hinten sein, wa? Das da? Ja. Gebiet, ja, rechts da, ne? Ja. Glaube ich hochlaufen, ja. Hier auch mal reingehen. Alter, ist das dein Ernst? Ah, hier. Was machst du denn? Ich bin sogar nie die Kante oben geblieben. Kante, Kante. Cool.
gemacht hier. Auch mit drei Mann mit Frage mit der Achterbahn, glaube ich. Dann will ich mal schwer hoffen. Da musst du halt darauf achten, sind immer diese Zieldinger. So Zieldinger, da musst du dann während der Fahrt öffnen. Um so eine Tür auf. Oh, was liegt denn hier dran? Ein lilanes Schild? Einfach lockt auch. Das ist. Oh, sehr gut, haben wir alle Teil, haben wir Teil von Lock auch. Das Schiff war kaputt. Und ich denke, wenn ich in der Wüste hier sterbe, schütte ich wenigstens mal was von dem Treibstoff auf die Wunde, um zu sehen, was passiert. Dann schreie ich. Bald landet ein anderes Schiff von Atlas. Und ich denke erst noch, dass ich gerettet bin. Dann sehe ich das grinsende Arschloch über die Düne kommen. Und beim Grab meiner toten Kackefarmer-Eltern. Es war Aslan, der ach, doch den Kopf gearbeitet. Um mich zu erledigen. Oh. Sich in widerwärtigen körperlichen Ausscheidungen zu verstecken, verbessert die Konzentration. Ein paar meiner wichtigsten Entdeckungen habe ich im Kadaver eines Sorianers gemacht. Deine Beute wartet. So, vergessen Sie rein in der Achterbahn. Ich will Achterbahn fahren. Ja, ich auch. Achterbahn! Sorry, we are closed. Gesperrte Tür? Denn wir müssen hier eine Mission geben, oder? Legen die auf, wenn wir hier gefahren sind. Ja, du musst dich reinsetzen und dann. Jetzt los! Ja, dann mal los! Auf ich drei? Will nicht vorne sitzen. Ich gehe. Eins. Zwei. Drei. Und bei 3 drücken wir drauf. Also 1, 2, 3. Alle da? Ist er drin? Ja, ja. Okay. Ich hab das Schild die ganze Zeit geöffnet jetzt, aber gut. Hier ist irgendwas, wo du doch da vorne musst du schießen. Oh. Das auch auf die. Auch auf die. Ich hoffe mal nicht. Hier kommt gleich eins. So ein guter Tipps. Ja, da waren ja noch 10 Stück. Die Kiste ist offen. Oh. Die Tür ist offen. Okay. Wenn ich die treffen muss, 3 oder so. So, einer. Oh, wow. Level 27, Scharfschützengewehr. Naja, die Achterbahnfahrt war es wert. Ja, das haben sie ganz witzig gemacht, ne? Wo ist die Kiste? Nehmen wir das ja auch noch mit, würde ich sagen. Ja, den. Oh, die ist gleich hier gegenüber, das passt ja. Ja, dann läuft's doch. Dann haben wir ja auch alles. Ah, ja, ne? Ja. Doch weiß ich gar nicht genau, ob die Kiste überhaupt nehmen. Naja, das Kohle bringt's trotzdem. Den Waren, kann man jeder mal das auch? Stimmt. Weil, die Sachen sind Level 26, aber wenn du in der nächsten Runde bist, bist du schon Level 50. Mach doch auf Level 50, wenn du da rauskommst. Und wenn du die jetzt nicht öffnest, dann bleibt die bis zum nächsten Mal da, oder was? Denk doch mal, weil nochmal machen kannst du es nicht. Also in meiner zweiten Runde waren die alle schon gelootet. Würde ich mal recht davon aussehen, wenn du die jetzt zulässt. Dass wir die
natürlich auch nicht. Komm, auch wenn man die Typhoon-Loks schon gefunden hat, ich schätze mal, jetzt wird sie schon ausgelöst haben, oder? Auf dem Level. Ich denke mal, da darfst du nicht alle Typhoon-Loks vorfinden. Oh. Oh, die Level 26 Sachen da drin. Ja, oh, die brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Das ist recht. Also du würdest jetzt hier so ein Hotding finden, hier so ein so Wetterschaden und Stuff. Meistens die Drivers Level, die groß waren. Ja, Waffen kannst du dir uns wohl jubeln. Da ich, da ich. Also lassen wir sie zu, oder was? Dann würde ich sie fast zulassen wollen. Und gucken wir mal beim nächsten Mal, ob wir da was machen können, alles klar. Habe ich mir auch so überlegt beim Singleplayer dann, dass ich die Welt zulassen soll und dann schön Level 50 ohne Ende, aber. Uff. Darum willst du ja dann trotzdem haben. Deck doch kurz ein bisschen was auf. Und dann geht's zurück zur Sanctuary. Genau, und dann verbringen wir erst wieder 27 Stunden in den Automaten. Jo. Das könnte ein bisschen dauern. Ja, du bist auch gerade im Auge hier. Der wurde nicht fallen lässt. Guck's dir an. Ja. Nix lässt er fallen. Was auch richtig wenig hatten, sind diese fetten Rex oder fetten Skeks. Das hatte ich, glaube ich, immer zwei Stück von. Echt? Ja, das ist jetzt auch noch nicht wirklich begegnet. Der doch mal an der war nur pummelig, da stand nicht dicker oder fetter oder stand da pummeliger oder sowas. Der hätte noch ein bisschen reifen müssen. Der hätte noch ein bisschen was fallen lassen oder so. So, bringst du uns zurück oder? Würde ich gerne, aber darf ich schon wieder nicht. Nein, natürlich nicht. Jetzt darfst du aber, glaube ich. Irgendein Hunde wieder im Menü ist? Jetzt. Jetzt geht's zurück. Ach, komm halt da. Ja. Oh, würde ich sagen, wir stürzen uns in die Automaten. Wir stürzen uns auf die Automaten und sprechen in der nächsten Folge mit Lilith. Ja, so. Ja, am besten wär's. Alles klar. Mit der Hauptmission weitergeht. So sieht's aus. Machen wir nochmal einen Break. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Bye.